Hey, was geht ab, ihr Rabauken? In diesem Video werden wir die VHS in After Effects wieder zum Leben erwecken. Bleibt also unbedingt dran, nach dem Intro geht's wie gewohnt weiter. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahosche TV. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Ich habe bereits seit einigen Wochen und Monaten schon das Gefühl, dass die 80er und 90er wieder stark im Kommen sind. Grundsätzlich wiederholen sich Trends auch immer mal wieder. Und zuletzt hatte ich eine kurze Videoreihe zum Super 8-Film-Look erstellt. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn unter anderem der VHS-Look demnächst wieder total modern sein wird. Und in diesem Video werden wir nicht nur die typischen Charaktereigenschaften einer VHS in After Effects nachstellen, sondern auch in gewissermaßen die Technologie, mit der die alten TV-Geräte das Bild wiedergegeben haben. Wenn wir von der VHS reden, dann reden wir natürlich auch von den alten Abspielgeräten. Auch wenn sich die neue Generation das kaum vorstellen kann, aber die Bildschirme waren nicht immer so kristallklar wie heute. Dementsprechend erstellen wir zunächst einen Kathodenstrahlbildschirm, so zumindest der Fachbegriff für einen alten Röhrenfernseher, der diese alte Technik nachahmt. Dafür erstellen wir zunächst eine neue Komposition mit Steuerung N, nennen diese Kathode und setzen die Größe auf 16:12. Hier wählen wir dann mit der Taste Q das abgerundete Rechteckwerkzeug. Wenn das bei euch auch nicht direkt erscheint, dann haltet ihr die Shift-Taste gedrückt und drückt die Taste Q, bis diese erscheint. Und dann zeichnen wir so ein abgerundetes Rechteck. So ungefähr. Eine Kontur brauchen wir in dem Fall nicht. Und die Füllfarbe setzen wir auf 100% Rot. Das heißt also, bei Rot 255 und bei Grün und Blau jeweils 0. Die hier ist mir tatsächlich ein wenig zu breit. Die machen wir jetzt ein bisschen kleiner. So, super. Dann duplizieren wir diese Form mit Steuerung D, ändern die Farbe zu 100% Grün. Das heißt bei Rot 0, bei Grün 255 und bei Blau 0. Und schieben diese dann mit gedrückter Shift-Taste in die Mitte. Dann duplizieren wir diese Form noch einmal, ändern die Farbe hierzu 100% Blau und verschieben diese dann an den rechten Rand. Jetzt markieren wir noch alle drei Formen und verteilen diese in der Horizontalen. Einfach nur um sicherzugehen, dass alle schön den gleichen Abstand haben. Als nächstes erstellen wir aus der Kathode ein Raster. Dafür ziehen wir im Projektfenster die Komposition Kathode auf das Kompositionssymbol und in dieser Komposition verändern wir als erstes ein paar Einstellungen. Dazu drücken wir STRG K und benennen diese Komposition in 4K Röhrenfernseher. Und in meinem Fall wähle ich die Vorgabe 4K. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Komposition auch auf Full HD oder 8K oder was auch immer euer Rechner zulässt einstellen. Und damit unser Projekt auch ordentlich bleibt, schieben wir diese Komposition noch in den Final Comp Order. Und die Komposition Kathode in Pre-Comp. Zugegeben, dieser kleine Punkt wirkt jetzt in dieser Komposition etwas verloren. Aber dieser kleine Punkt wird gleich etwas Gesellschaft bekommen. Und um mehr dieser Punkte zu erzeugen, nutzen wir den Effekt CC Rapid Tile. Wir markieren also unsere Ebene, machen einen Rechtsklick in das Effekteinstellungsfenster, gehen auf Stilisieren und wählen den entsprechenden Effekt. Hier drehen wir die Werte in alle Richtungen so weit hoch, bis die gesamte Komposition mit Punkten gefüllt ist. Nun haben wir ein schönes Raster, das sich wiederholt. Wenn man sich aber mal genauer ansieht, wie so ein Röhrenfernseher damals funktionierte, sieht man, dass die Kathoden nicht alle in einer Reihe platziert waren, so wie es in unserem Fall ist.
Dafür gibt es tatsächlich eine relativ simple Lösung. Wir nutzen hier den Effekt Versetzen. Dazu erstellen wir zunächst mit STRG Y eine neue Farbfläche, wählen eine weiße Farbe aus und nennen diese Displacement Map. Hier wenden wir nun den Effekt Jalousien an. Wir machen also einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen in Übergänge und wählen den Effekt Jalousien. Wenn wir nun den ersten Wert verändern, seht ihr, dass sich daraus quasi Lamellen bilden. Und diese wollen wir hier auf 50% haben. Die Richtung sollte auf 0 sein und die Breite setzen wir auf 32. Denn unsere Komposition Kathode entspricht der Hälfte davon. Und somit sollten diese Lamellen immer eine Reihe von den Kathoden abdecken. Aber wie ihr seht, ist die Position nicht ganz korrekt. Dafür nutzen wir ganz einfach die Pfeiltasten, um die Lamellen an die richtige Position zu schieben. Als nächstes machen wir aus der Farbfläche eine Unterkomposition, indem wir STRG-SHIFT-C drücken, nennen diese ebenfalls Displacement Map und verschieben alle Attribute in die neue Komposition. Als nächstes markieren wir die Komposition Kathode, machen einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Verzerrung und wählen den Effekt Versetzen. Hier ändern wir zunächst die Quelle der Verschiebungsebene zu Displacement Map und wir wollen, dass die Horizontale nicht beeinflusst wird. Dementsprechend setzen wir auch den Wert hier auf 0 und vertikal soll der Effekt den Alpha-Kanal nutzen. Und wie Sie sehen, sehen Sie aktuell noch nichts, da wir diese Ebene hier noch ausblenden müssen. Und das sieht schon fast gut aus. Und ich denke, mit 3 fahren wir ganz gut. So, und nun haben wir tatsächlich schon einen funktionsfähigen 4K-Röhrenfernseher nachgebaut. Als nächstes wollen wir natürlich auch etwas darauf abspielen lassen. Und darauf wollen wir auch noch diesen alten Vintage-Look drauf anwenden. Dazu markieren wir erstmal beide Ebenen, machen mit STRG-SHIFT-C eine neue Unterkomposition draus und nennen diese Kathode Raster. Außerdem erstellen wir mit STRG-N eine neue Komposition, in der wir unsere Videos reinladen und diese nennen wir einfach Footage. Hier können wir nun irgendein Video reinladen und ich habe natürlich auch schon was vorbereitet und zwar wieder etwas aus meinem Teneriffa-Urlaub und dieses ziehe ich einfach ins Kompositionsfenster. Und das ist das Video, das wir gleich anzeigen werden. Nicht schlecht, oder? Wenn ihr nun auch ein Video reingeladen habt, könnt ihr diese Komposition auch wieder schließen und diese dann per Drag and Drop in die 4K-Röhrenfernsehkomposition unter das Raster ziehen. Was wir nun erreichen wollen ist, dass die Farbkanäle Rot, Blau und Grün von unserem Footage mit Hilfe der Kathoden angezeigt werden. Aber bevor wir das machen, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Footage in Precomp, Kathode Raster ebenfalls und die Displacement Map auch. Die Farbfläche gehört auch überhaupt nicht hierhin und zwar unter Material. Und jetzt kann es auch schon weitergehen. So, und im Prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur die Farbkanäle voneinander trennen. Dazu blenden wir zunächst mal das Raster aus, markieren dann unser Footage, machen einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Kanäle und wählen den Effekt Kanäle vertauschen aus. Den Effekt stellen wir nun so ein, dass wir die Rottöne angezeigt bekommen. Das heißt, Alpha und Rot belassen wir so, Grün machen wir ganz aus und Blau ebenfalls. Und das hat jetzt irgendwie etwas von einem Horrorfilm. Auch nicht schlecht. Dann machen wir erneut einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen wieder unter Kanäle und wählen den Effekt Maske festlegen aus. Übrigens, ihr könnt euch eine Menge Zeit sparen, wenn ihr so wie ich das Plugin FX Console von Video Copilot installiert habt. Denn dann müsst ihr nur die Ebene markiert haben, drückt dann STRG-Leertaste und könnt direkt nach dem gewünschten Effekt suchen und per Klick auf die Enter-Taste einfach einfügen. Dieses Plugin ist kostenlos, den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Aber zurück zum Text. Als Quelle hier wählen wir zunächst unsere Kathode Raster aus und ändern den Kanal zu Rot um. Sehr schön, hätten wir das schon mal geklärt. Und bevor ich es vergesse, um so ein bisschen mehr Details rauszuholen, ist es wichtig, dass die Checkbox bei der Vektorgrafik
der Kathode Raster, aktiv ist. Man merkt vielleicht keinen großen Unterschied, aber es kann durchaus den Unterschied machen. So, als nächstes wollen wir auch noch die beiden anderen Farben hinzufügen. Dafür markieren wir die Ebene Footage und duplizieren diese zweimal mit STRG D. Und da wir immer alles korrekt benennen, ergänzen wir bei der oberen Footage noch Rot, bei der mittleren Grün und bei der dritten Blau. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, bei den unteren Ebenen ändern wir die Farbkanal-Layers auch noch. Also wir markieren die Ebene Footage Grün, schalten den Kanal Rot aus, setzen Grün auf Grün und ändern bei der Maske noch den Kanal auf Grün. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch mit der Footage Blau. Also Rot wieder aus, Blau setzen wir auf Blau und die Maske setzen wir ebenfalls auf Blau. Und jetzt haben wir tatsächlich in nur wenigen Minuten einen handelsüblichen Röhrenfernseher in After Effects nachgebaut. Was jetzt allerdings nur noch fehlt, ist dieser alte VHS-Look. Und dafür öffnen wir wieder die Footage-Komposition und fügen hier mit STRG-Alt-Y eine neue Einstellungsebene hinzu und nennen diese Versatz. Auf diese Einstellungsebene wenden wir dann den Effekt komplexe Wellen an. Dafür gehen wir diesmal zur Abwechslung mal unter den Reiter Effekte, unter Verzerrung und wählen den entsprechenden Effekt aus. Hier verändern wir zunächst mal die Richtung auf 0, sodass die Wellen vertikal laufen. Die Geschwindigkeit setzen wir dann auf minus 0,5, sodass die Wellen sich runter bewegen. Die Höhe setzen wir dann etwas runter, so auf 8. Und die Breite drehen wir richtig auf, so auf, ja, sagen wir mal ganz krass, 800. Und wenn wir das jetzt abspielen, kann einem schon irgendwie ein bisschen schwindelig dabei werden. Die Form setzen wir übrigens auf Quadrat. Und das soll einen Fehler am Band der Kassette simulieren. Wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt haben wir allerdings immer wieder diesen einen schwarzen Streifen am Rand. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Und zwar machen wir einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Verzerrung und wählen den Effekt Transformieren aus. Hier erhöhen wir die Skalierung einfach auf 101 und unser Problem hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt wollen wir das Bild noch etwas zum Flackern bringen. Dafür erstellen wir mit STRG-Alt-Y wieder eine neue Einstellungsebene und nennen diese Flackern. Und hier fügen wir den Effekt Kurven hinzu. Dazu machen wir wieder einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Farbkorrektur und wählen den Effekt Kurven aus. Hier ziehen wir die Mitten und die Tiefen etwas hoch. So in etwa. Und dann steuern wir das Flackern ganz einfach über die Deckkraft und eine Expression. Wir drücken also die Taste T, um die Deckkraft aufzurufen und klicken mit gedrückter Alt-Taste auf die Stoppuhr. Der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich vermuten, dass ich die Expression Wiggle nutzen würde. Aber weit gefehlt. Und zwar nutzen wir hier die Expression Random. Und als Werte 0 und 35. Aus dem ganz einfachen Grund, dass mit dieser Methode immer ein Wert zwischen 0 und 35 zufällig gewählt wird. Als nächstes wollen wir eine Farbverzerrung simulieren, die ziemlich üblich bei den alten Kassetten war. Dafür erstellen wir mit STRG-Y eine neue Farbfläche. Hier wählen wir zunächst irgendeinen Blauton aus und klicken auf OK. Diese Farbfläche nennen wir dann Farbverzerrung. Den Ebenenmodus setzen wir hier auf Überlagern. Und dann wählen wir mit der Taste Q das Rechteckwerkzeug aus und ziehen eine großzügige Maske so in der Mitte der Ebene. Diese Maske weichen wir jetzt extrem auf, indem wir die Taste F drücken und hier bei Maske aufweichen 500 eintragen. Dieser Balken soll jetzt von oben nach unten laufen. Dafür markieren wir erneut die Farbfläche und schieben diesen erstmal aus dem Bild hinaus. Anschließend drücken wir die Taste P, um die Position aufzurufen und starten hier bei Sekunde 0 die Stoppuhr. Springen dann 1,5 Sekunden nach vorne und schieben den Balken über den unteren Rand hinaus. Damit wir diese Ebene und die Animation nicht öfters kopieren müssen, nutzen wir auch hier eine kleine Expression.
Wir klicken also mit gedrückter Alt-Taste auf die Stoppuhr und schreiben in den Editor dann Loop Out. Und nun sollte sich der Balken unentwegt von oben nach unten bewegen. Sehr schön. Nach jedem Lauf soll sich allerdings die Farbe von dem Balken ändern. Dafür machen wir einen Rechtsklick ins Einstellungsfenster, gehen unter Generieren und wählen den Effekt Maske füllen aus. Dann gehen wir an den Anfang von der Komposition, starten die Stoppuhr bei der Farbe, wählen hier dann ein entsättigtes Blau, irgendwas so um den Dreh, springen dann ebenfalls 1,5 Sekunden nach vorne und setzen hier die Farbe dann auf ein entsättigtes Rot. Wenn wir jetzt aber mal die Taste U drücken, seht ihr, dass sich die Farben vermischen. Das möchte ich allerdings nicht. Hier müssen wir die Keyframe Art noch abändern. Dafür markieren wir beide Keyframes, machen einen Rechtsklick auf einer der beiden Keyframes, wählen Keyframe Interpolation und setzen bei zeitlicher Interpolation den unterdrücken Keyframe ein. Und jetzt ändert sich die Farbe tatsächlich nach jedem Keyframe einzeln. Und ich würde euch ja jetzt gerne sagen, dass wir auch hier eine einfache Loop Expression nutzen können. Aber bei der Farbe geht das scheinbar nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Daher müssen wir ganz oldschool die beiden Keyframes markieren, kopieren diese mit Steuerung C, springen dann 1,5 Sekunden nach vorne, sprich auf Sekunde 3, und fügen diese dann mit Steuerung V wieder ein. Und das wiederholen wir jetzt ein paar Mal. So, und das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Mir ist der Effekt allerdings ein wenig zu stark. Daher rufen wir mit T die Deckkraft auf und setzen diese auf, sagen wir, 35%. Das ist schon viel besser. Jetzt benötigt es noch eine Kleinigkeit. Dafür erstellen wir eine weitere Einstellungsebene mit Steuerung Alt Y, nennen diese Weichzeichner. Und wenden hier erstmal den Gaußschen Weichzeichner an. Wir machen also wieder einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Weich und Scharf zeichnen und wählen den Gaußschen Weichzeichner aus. Und diesen setzen wir dann auf, sagen wir mal, 10. Das macht alles, was gezeigt wird, deutlich weicher. Denn wie anfangs schon erwähnt, damals war eben nicht alles so crispy clear. So, wenn wir jetzt einmal unsere Hauptkomposition öffnen, sieht das schon ziemlich gut aus. Aber eine Sache stört mich allerdings schon noch. Denn dafür, dass es alte Fernsehtechnik ist, ist das Bild schon ziemlich scharf und sieht, ja, extrem digital aus. Was zur damaligen Zeit eben nicht der Fall war. Um dafür Abhilfe zu schaffen, erstellen wir hier eine Einstellungsebene. Mit Steuerung Alt Y nennen diese ganz schlicht Effekte. Und diese soll natürlich ganz oben stehen und wenden hier erst einmal den Gaußschen Weichzeichner an. Wir machen also wieder einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Weich und Scharf zeichnen und wählen den Gaußschen Weichzeichner aus. Das Ganze weichen wir dann auf, sagen wir mal, 5 auf. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, sagen wir mal 10. Und das kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Denn wenn wir jetzt mal reinzoomen, greifen die Kathoden auch ineinander. So wie es halt eben damals auch der Fall war. Und das gibt dem Ganzen den Anschein, dass es tatsächlich ein alter Fernseher wäre. Aber wir sind noch nicht am Ende. Als nächstes machen wir erneut einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Stilisieren und wählen den Effekt Leuchten aus. Hier setzen wir den Schwellenwert erst einmal auf 100 und den Radius auf 5. Und um das Ganze etwas realistischer zu gestalten, wollen wir noch mehr Leuchten hinzufügen. Und das geht in dem Fall am besten, indem man den Effekt mit Steuerung D dupliziert. Hier setzen wir den Radius erst einmal auf 10. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes, und zwar duplizieren wir diesen ganz einfach noch einmal. Und hier setzen wir den Radius auf 30. Und das sieht doch schon eher nach einem 40 Jahre alten TV-Gerät aus. Was ich jetzt allerdings noch machen möchte, ist das Ganze etwas heller zu gestalten und dem Bildschirm eine Vignette verpassen.
Dazu klappen wir erst einmal die ganzen Effekte ein, damit wir ein bisschen Platz zum Arbeiten haben, machen dann einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Farbkorrektur und wählen den Effekt Kurven aus. Und hier rasten wir so richtig aus. So, dass es schon fast überbelichtet ist. Ja, etwas so um den Dreh herum. Wunderbar. Dann machen wir erneut einen Rechtsklick ins Effekteinstellungsfenster, gehen unter Stilisieren und wählen den Effekt CC Vignette. Und hier tragen wir bei Amount den Wert, sagen wir mal, 190 ein, bei Angle of View etwas um 58 rum. Und wer sich jetzt noch nicht in die 80er oder in die 90er zurückversetzt fühlt, dem kann ich auch nicht weiterhelfen. Und das Coole hier ist mal wieder, dass wir das Quellvideo ganz einfach austauschen können. Wenn ihr mich fragt, kann so einiges aus den 90ern heute wieder Trend werden. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann haut jetzt auf den Like-Button. Und falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnten diese beiden Videos euch auch noch gefallen. Das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.